Welcher ist der Druck in einem Autoreifen, dessen Volumen 30 Kubikdezimeter beträgt, wenn er bei 10 Grad Celsius einen Druck von 1,8 bar besitzt und in der Sonne auf 50 Grad Celsius erwärmt wird? Schreiben wir zuerst die Angaben auf. Der Druck P1 beträgt 1,8 bar, das heißt 1,8 mal 10 hoch 5 Pascal. Der Rauminhalt V1 beträgt 30 Kubikdezimeter, also 0,03 Kubikmeter. Die Temperatur klein T1 beträgt 10 Grad Celsius und demzufolge ist die Temperatur groß T1 gleich zu 10 plus 273, das bedeutet 283 Kelvin. Was wir suchen, ist der Druck P2, den wir in Pascal sowie auch in Bar ausdrücken werden. Der Reifen wird durch die Sonne von 10 Grad Celsius auf 50 Grad Celsius erwärmt und wir können davon ausgehen, dass sein Volumen dabei konstant bleibt. Was bedeutet, das Volumen V2 beträgt ebenfalls 0,03 Kubikmeter. Die Temperatur klein T2 beträgt 50 Grad Celsius und demzufolge beträgt die Temperatur groß T2 50 plus 273, das heißt 323 Kelvin. Zur Verfügung haben wir die ideale Gasgleichung. Das ist die Luft im Reifen im ersten Zustand mit den Parametern P1, V1 und T1 und das ist die Luft im Reifen nach der Erwärmung, also Situation 2, mit den Parametern P2, V2 und T2. Aus der idealen Gasgleichung können wir schließen, dass P1 V1 auf T1 gleich sein muss zu P2 V2 auf T2, weil beide Brüche gleich zu N mal R sind. Aus dieser Gleichung können wir schließen, dass P2 gleich ist zu P1 V1 T2 geteilt durch T1 V2. Und da das Volumen konstant bleibt, können wir hier durch das Volumen kürzen. Jetzt brauchen wir nur noch P1 zu ersetzen durch 1,8 mal 10 hoch 5, T2 zu ersetzen durch 323 und T1 zu ersetzen durch 283. Das führt dann zu dieser Rechnung und zu dieser Antwort. Demzufolge ist der Druck P2 ungefähr gleich zu 205.441,7 Pascal oder auch zu 2,05 bar.